Coffee Racer vereint ein kompaktes Möbelstück und ein stabiles Simracing Rig in einer kompakten Box. In diesem detaillierten Review beleuchten wir alle A bis Z Details, vom Aufbau bis zur Ziellinie. Leg die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. Coffee Racer hat dieses Testmuster zur Verfügung gestellt. Coffee Racer Portfolio kann in den nächsten Monaten in meinem Simracing Testcenter von euch unter die Lupe genommen werden. Buchen und besuchen heißt die Devise, das Kontaktformular findet ihr auf meiner Homepage, Link unterhalb dieses Videos. Es gibt für dieses Review keine Auflagen oder Vorgaben und ich bin kein Teilnehmer des Affiliate-Programms des Anbieters, doch nun kann es losgehen. Kapitel Nummer 1, das Unternehmen. Coffee Racer habe ich damals auf der Simracing Expo 2022 wahrgenommen und ein Jahr später dann auf der Simracing Expo 2023 direkt unter die Lupe genommen. Einen ersten Überblick habe ich vor einigen Tagen hier in meinem Kanal hochgeladen. Coffee Racer ist ein niederländisches Unternehmen, welches ein Simracing Setup sehr kompakt in einer Box verschwinden lässt und gleichzeitig den Anspruch stellt, Simracing qualitativ, sprich stabil und ohne Wackelei, ohne Flex erleben zu können. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 2, die Preise und das Zubehör. Das Coffee Racer Portfolio beginnt mit dem Modell Coffee Racer Go ab knapp 500 Euro und endet mit dem Topmodell Living bei über 1100 Euro. Ich teste für euch das mittlere Modell, welches Coffee Racer Play genannt wird und ab 690 Euro erhältlich ist. Die tagesaktuellen Preise für optionales Zubehör wie den Desk Chair Mount, Shifter und Handbrake Mount, Front Mount bzw. Side Mount Brackets, die entnehmt ihr am besten der Coffee Racer Homepage. Kapitel Nummer 3, der Zusammenbau. Du benötigst keine speziellen Handwerkskenntnisse, um dieses System zusammenbauen zu können. Eine gut bebilderte Anleitung liegt bei. Rechne mit einer Aufbauzeit von etwa 2 bis 3 Stunden, abhängig davon, welche Peripherie du ins Auge gefasst und an dem Coffee Racer montieren möchtest. Ich hänge die wichtigsten Schritte live mit rein. Viel Spaß damit. We'll be right back.
Kapitel Nummer 4, die Einstellungsmöglichkeiten, sehen wir uns dieses Kapitel am besten live und direkt an. In der Aufnahme könnt ihr gut erkennen, wenn ihr vom normalen Setup, von einem normalen 10, 12, maximal 15 Newtonmeter Wheelbase abweicht, dann müsst ihr diese Netzteilhalterung weglassen und hier das Netzteil Ziegelstein groß hier bei Podium DD1 hier über Kabelbinder an den Coffee Racer Play heften. Um hier seitlich verstauen zu können, macht eine ordentliche Kabelverlegung. Hier Coffee Racer legt diese Kabelschlauch, den legt Coffee Racer bei, leitet die Kabel hier runter und dann hier unterseitig habt ihr so ein kleines Loch, mit dem ihr mit den Kabeln aus dem Gehäuse raus könnt und dann entsprechend an Konsole, PC bzw. das Netzteilkabel an den Strom bringen könnt. Was gibt es jetzt noch zu sagen zu den Verstellmöglichkeiten? Hier Schnellspanner auf dieser Seite gegenüberliegend und auch hier unterseitig, um eure Pedale entsprechend zu sliden. Das zeige ich euch jetzt hier kurz nochmal live. Ist in meinen Augen selbsterklärend. Und ihr könnt hier eure Pedale entsprechend sliden. Dann auch noch einen Tilt, eine Neigung der Pedale. Das seht ihr hier über so eine Rasterung. Auch das ist möglich. Schnellspanner wieder zu. Pedale wieder fixiert. Hier auch unterseitig zugemacht. Und ihr seid wieder ready to go. Nächste Verstellmöglichkeit, die ihr habt, ist klarerweise die Wheelbase-Aufnahme. Da drehe ich jetzt das etwas seitlich, dass ihr reinsehen könnt. Ihr habt diese Entry-Position, wo ihr zurücklehnen könnt, beziehungsweise dann hier so eine Rasterung. Ich hoffe, ich bekomme das gut auf die Cam. Und ihr habt hier eine Höhenverstellbarkeit, beziehungsweise dann über diese Langlochkonstruktion, um dieses Ding dann komplett reinzukippen. Auch das zeige ich euch dann. Bei der Wheelbase-Aufnahme hier über das Langloch entsprechend sliden. Ober-unterseitig diese Schraube bzw. diese Mutternkonstruktion, um die Wheelbase zu fixieren. Und das war es auch schon in Sachen Verstellmöglichkeiten. Hier über die Klemme des Bürostuhls eingehängt und fixiert. Auch das ist selbsterklärend über das Absenken. Und ihr seid mit diesem Ding verbunden, könnt auch dann hier noch diese Rollen unterseitig klemmen. Sind relativ hochwertige Rollen, die hier Coffee Racer beipackt. Und dann kann nichts mehr passieren, wie wir uns dann später im Rennstreckentest genauer ansehen werden. Gehen wir noch auf die Materialqualität ein. Und hier weicht Coffee Racer deutlich von diesem gängigen Aluminiumstandard ab. Coffee Racer verbaut hier alles, sprich Wheelbase-Aufnahme, seitliche Brackets, das komplette Gehäuse, das zusammengeschraubt wird, aus Stahlblechen. Nichts hier mit Aluminium. Hier spart Coffee Racer nicht am Gewicht, sondern setzt auf die Stabilität und so gelingt es dann auch, das könnt ihr hier gut erkennen, dass du so eine Wheelbase komplett biegen kannst, an der Wheelbase diesen ganzen Coffee Racer Play heben kannst, mit 40 Kilo oder was dieses Ding hast und hier wird sich nichts verbiegen. Und so muss das sein, liebe andere Hersteller, wenn ihr so ein Wheeldeck macht, bitte weicht von diesem zu weichen Aluminium ab und setzt auf Stahlblech, zumindest beim Wheeldeck, wenn ihr das Schlagwort No-Flex in den Mund nehmen wollt. Das gilt hier für die seitliche Konstruktion, alle Stahlbleche. Das seht ihr hier dann nochmal mit so einem Überwurf-Bracket stirnseitig hier fest verschraubt, um die Stabilität zu gewährleisten. Auch das ist gut erkennbar und auch hier seht ihr, hier mit dem Grundrahmen, mit dem Außenrahmen nochmal überall jede Menge Schrauben, die ihr hier reindreht, um dieses Ding ordentlich zu befestigen. Auch hier diese seitliche Abdeckung über den Grundrahmen, die wird dann nochmal hier innenseitig, stirnseitig verschraubt. Einmal, zweimal, dreimal, das ist etwas fummelig hier ranzukommen, erfüllt aber seinen Zweck. Gleiches gilt auf der gegenüberliegenden Seite. Das heißt, jede Menge Verschraubungen, ordentliches Stahlblech, sehr massiv, viele Verstellmöglichkeiten und ich würde sagen, wir springen zum nächsten Kapitel. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 5, die Kompatibilität mit Wheelbase, Pedalen und Bürostuhl. In Sachen Kompatibilität sind diverse Lochbilder der gängigen Wheelbase-Anbieter auf dem Wheeldeck vorgebohrt. Optional ist ein Frontmount-Bracket für Simiacube oder Sidemount-Brackets für Fanatec verfügbar, wenn ihr diese nicht von unten verschrauben wollt. Bei der Pedalplatte gibt es über die Langlöcher und die beiden getrennten Brackets so gut wie keine Einschränkungen für die Pedalmontage. In Sachen Bürostuhl verwende ich den
GT Omega Element Series Napa, welcher das 195x200mm Lochbild unterseitig aufweist, um mit dem Desk Chair Mount verbunden werden zu können. Auf der Messe war ein, ich glaube, Noble Chair Bürostuhl im Einsatz und wichtig für euch bzw. für die Verwendung dieses Brackets ist somit, dass ihr einen Bürostuhl mit eben diesem Lochbild 195x200mm zum Einsatz bringt. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 6, die Materialauswahl und Verarbeitung. Die Ware kommt ordentlich verpackt ins Haus geliefert. Bei mir waren dies zwei große, schwere Kartons mit insgesamt 20 plus 20 um die 40 Kilogramm. Alle Bauteile wurden sehr sauber und passgenau verarbeitet und alle Lochbilder und Zuschnitte, die passen exakt zueinander. Die Beschichtung ist fehlerfrei ausgeführt und zusammengefasst handelt es sich um eine hochmassive Konstruktion aus Stahl, Blechzuschnitten, die Coffee Racer zum Einsatz bringt. Auf leichteres, aber deutlich weicheres Aluminium wird komplett verzichtet. Kapitel Nummer 7, subjektiv die Optik. Die Coffee Racer Box verschwindet zusammengeklappt als unscheinbares Möbelstück in deinem Raum. Du kannst beim Bestellvorgang des Coffee Racer Play zum Beispiel wählen, ob du diese Box in schwarz oder weiß geliefert bekommen willst. Aufgebaut wirkt das Setup schlicht und sehr zweckmäßig und auf optische Spielereien wird verzichtet. Du siehst lediglich seitlich so einen Coffee Racer Schriftzug hier eingepflegt. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 8, der Rennstreckentest. Wie immer alles live und direkt auf der Strecke. Bis gleich. Im heutigen Rennstreckentest sind wir unterwegs mit dem aktuellen Forza Motorsport vom Setup Coffee Racer Play, klarerweise hier in diesem Test. Wir haben eine Fanatec Podium DD1 Wheelbase, die Xbox-kompatibel gemacht wird mit einem Xbox-kompatiblen Lenkrad. In dem Fall ein McLaren GT3, alles umgebaut auf Quick Release 2 aus Vollmetall, lässt somit das volle Drehmoment von bis zu 20 Newtonmeter zu, um auch wirklich diesen Hardcore-Test für euch hier zu machen. Ich bin auf einer beliebigen Testrunde hier am Nürburgring mit einem Subaru unterwegs und der Fokus klarerweise heute in Sachen Stabilität, wie sieht es aus mit diesem Coffee Racer Play. Ich habe euch in den vorangegangenen Kapiteln einiges gesagt. Materialauswahl, Stahl anstatt Aluminium und hier erwarten wir, beziehungsweise das kann ich schon vorwegnehmen, wir werden eine sehr hohe Stabilität geliefert bekommen. Ich habe jetzt diese Podium DD1 Wheelbase, auch das zeige ich euch jetzt schnell live. Hier über das Tuning-Menü Force Feedback Strength auf 65% betrieben. Und gleichzeitig, auch das können wir sehen, ich hoffe, ich bekomme hier die Kamera drauf, wartet mal einen Moment. Hier über das Display kann ich jetzt erkennen, den letzten Peak, den maximalen Peak der letzten 5 Sekunden, der mir hier ausgewiesen wird. Hier mal in eine Kurve reingefahren, ich lese den Peak ab, 13,8 Newtonmeter. Das ist extrem kräftig, das ist stärker, als ihr mit den meisten handelsüblichen Bases bekommen werdet. Deutlich über einer Clubsport TD Base von 12 Newtonmeter, die ich erst kürzlich getestet habe. Hier jetzt, ich sage euch die Peaks so ab und an mal durch, 13,9 Newtonmeter. Drehen wir jetzt mal ein paar flottere Meter miteinander und reden jetzt nochmal über die Stabilität. Box stabil, keine große Überraschung für mich nach den ersten Testrunden eben auf der SimRacing Expo 2023. Da, wie bereits erwähnt, dieses Ding massiv gefertigt wurde. Hier wurde nicht gespart an den Komponenten, eben statt Aluminium jetzt Stahl verwendet. Klar ist Stahl natürlich schwerer, es ist klar, aber ihr habt dieses Ding auf Rollen, ihr könnt dieses gemütlich durchs Wohnzimmer schieben und ob dieses Ding dann doppelt so schwer oder dreimal so schwer ist wie eine Aluminiumkonstruktion, das ist an dieser Stelle jetzt sekundär. Hier eben das Maximum an Stabilität rauszuholen, das ist wichtig, wenn du dies kompetitiv mit normalen handelsüblichen Rigs vergleichen willst, musst du hier in die Vollen gehen in Sachen Materialauswahl. Warum? Dieses Ding baut klarerweise sehr schlank und auch hoch und da brauchst du jetzt eine ordentliche Verbindung, ordentliche Materialien am Start, um dieses System stabil betreiben zu können. Das ist einfache Physik bzw. Materialkunde. Und hier liefert Coffee Racer eben das ab, was du jetzt von einem vollwertigen, sozusagen modularen Rig erwarten willst, erwarten kannst. Hier wieder 13,4 Newtonmeter und ihr seht, auch wenn ich hier so einen Slalom simuliere,
Den kräftigen Slalom, das Einzige, was hier knarzt oder beginnt zu knarzen, ist hier das McLaren-Wheel, das jetzt aus einem Kunststoffgehäuse bei Drehmomentspitzen von über 10 Newtonmeter schon eine Geräuschkulisse von sich gibt. Ja, wir werden jetzt den Max-Test machen. Coffee Racer gibt für diesen Play Drehmoment bis zu 17 Newtonmeter sozusagen frei. Das gewähren die, dass dieses Ding dann stabil bleibt. Da sind wir im Bereich Simicube 2 Sport Wheelbase. Ich habe es auf der Messe mit 15 Newtonmeter getestet und jetzt knallen wir mal hoch, einfach auf 20 Newtonmeter und überschreiten diese Empfehlung von Coffee Racer und gucken mal, was passiert. Force Feedback Strength, hier hochgedreht auf 100%. Hier die Warnung klarerweise im Display, dass dies gefährlich sein kann und auch die Warnung an euch. Macht diese Dinge nie zu Hause nach, ihr könntet euch dabei verletzen. Ihr habt ein extrem kräftiges Force-Feedback am Start. Diese 7, 6 Newtonmeter mehr, die machen eine andere Welt nochmal. Wenn ihr hier jetzt euer Fitnessstudio sparen wollt und diesen Rig erledigen möchtet, und hier sind wir jetzt bei 18,4 Newtonmeter. Ich gebe euch nochmal die Peaks durch. Jetzt sollte ich mehr auf die Strecke gucken als hier auf das Display. 18,3. Nochmal in so eine Start-Zielgeraden-Kurve, 18,9 Newtonmeter. Jetzt nochmal so einen Slalom simuliert. Ihr seht, ich habe schon etwas Pressatmung hier, um hier keinen Mist zu bauen. 19,6 Newtonmeter. Hier simulieren wir mal so einen Crash. Lasst mich mal hier in die Boxenmauer crashen. Und das ist absolut unaufgeregt. Coffee Racer könnte in meinen Augen ganz entspannt hier jetzt angeben auf der Homepage. Coffee Racer Play bis 20 Newtonmeter, absolut kein Problem. Und wenn ihr dies bis 25 Newtonmeter ausreizen wollt, ja, dann viel Spaß damit mit eurem Krafttraining am Rig. Aber der Coffee Racer Play, der wird euch nicht auseinanderfallen. 18,7 Newtonmeter. 19,7. Ihr seht, hier habe ich den vollen Ausschlag, 19,9. Das ist Hardcore am Lenkrad, so fährt ihr keine zwei Runden hier am Nürburgring. Könnte schon, nur da werdet ihr sehr angestrengt sein und einen längeren Stint, den tut ihr euch so nicht an. Über die realen Drehmomentkräfte haben wir des Öfteren schon in meinem Kanal gesprochen. Um etwas entspannter wieder mit euch reden zu können, gehen wir wieder runter auf, was waren das? Um die 65%, da sind wir dann bei 13, 14 Newtonmeter gelandet. Sehr kräftig, aber dann fällt es mir leichter, mit euch zu sprechen. Reale Kräfte, nochmal zurück, haben wir gesprochen, im echten GT3, da seid ihr bei um die 11, 12 Newtonmeter gelandet. Das habe ich auch rückgesprochen mit den Rennfahrern im echten Leben. Diesen Wert, den könnt ihr es gegeben hinnehmen. Aber der Coffee Racer Play gibt euch eben die Möglichkeit, hier extrem kräftige Vintage-Cars ohne Servolenkung, Formula 2, beispielsweise Kart zu simulieren, wo es hier Drehmomentspitzen eben in Richtung 20 Newtonmeter gibt. Oder wenn ihr einfach darauf steht, extrem kräftigen Gegendruck am Lenkrad bzw. an der Wheelbase zu haben, dies auch völlig spielfrei und entspannt zu erleben. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit einen Rig im Test gehabt, ein vollwertiges Rig zum relativ hohen Preis, da kamen wir bei weitem nicht an die Stabilität hier ran, wie dies der Coffee Racer Play macht. Da wurden bei diesem Mitbewerber sozusagen eine Aluminium-Wheelbase-Aufnahme durchgezogen, die auch zu dünn war in meinen Augen. Und ihr hattet hier ordentlich Spiel hier an der ganzen Wheelbase-Aufnahme. Das habt ihr hier eben nicht. Ich hoffe, ihr könnt es über die seitlichen Aufnahmen gut erkennen. Sonst müsst ihr mir das glauben oder hier bei mir im Simracing Test Center vorbeikommen und dieses Ding selbst live im echten Leben testen und unter die Lupe nehmen. Zu den Pedalen, auch das habe ich euch gezeigt auf der Simracing Expo. Da bin ich drin gesessen im Coffee Racer Play und da waren Heusingfeld Sprint Pedale montiert. Ich bin hier in die vollen Eisen reingesprungen. Sehr kräftige Lowzell Pedale und hier gab es auch keinen Flex, kein Wackeln, gar nichts. Jetzt in diesem Fall bin ich mit CS
wie heißen diese Dinger, CSL Elite V2 von Fanatec angeschlossen, direkt über die Wheelbase, klarerweise ein Muss, wenn du auf Konsolen unterwegs bist, das wisst ihr auch in Sachen Kompatibilität, dass hier dann das entsprechende Pedalset aus dem eigenen Universum direkt mit der Wheelbase verbunden sein muss. Und hier gibt es, ich bleibe mal kurz stehen, und hier gibt es, ich zeige euch das jetzt mal, gehen wir jetzt ins Setup Breakforce. Das findet ihr hier ganz am Schluss, zurückgesprungen und Breakforce hochgesetzt auf 100%, auf Maximum. Und hier am Ausschlag der Bremse, seht ihr, wie fest ich die Bremse jetzt trete. Das sind die vollen 120 Kilogramm Lotzel, die dieses Ding an den Start bringt. Und ihr seht auch hier, was für eine massive Verbindung das ist. Ich muss euch jetzt, wie mache ich das jetzt am besten? Am besten mit der Kamera hier reinleuchten. Gebt mir noch etwas Licht hier hinzu, damit ihr auch mir glaubt, was ich euch hier zeigen will. Ich schwenke jetzt mal die Kamera hier live runter und hoffe, ich bekomme das gut ins Bild. Noch etwas Licht für euch dazu. Und jetzt seht ihr, wenn ich hier voll in die Eisen springe, ihr habt keine Verwindung hier über die Pedalplatte, beziehungsweise vielleicht ein paar Zehntel Millimeter, ja, das kann sein, aber ihr könnt hier bremsen wie verrückt. Das heißt, auch hier in Sachen Pedalaufnahme absolut hammerhart solide, was hier Coffee Racer mit diesem mobilen Rig an den Start bringt. Lasst mich die Kamera jetzt noch mal kurz umstellen, dass wir miteinander sprechen können. Also auch hier absolute Entwarnung. In meinen Augen ein No-Flex-System, das ich mir so von einigen gängigen großen Komplett-Rigs wünschen würde. Das heißt, guckt euch hier bei Coffee Racer Play, liebe Mitbewerber, etwas ab. Und nochmal, geht weg, wenn ihr an Materialdicke sparen wollt, von Aluminium hin zu Stahl. Bitte macht dies in Sachen Stabilität, wenn wir wirklich von No-Flex sprechen wollen. Was gibt es jetzt noch zu sagen in Sachen Ergonomie? Das könnt ihr hier gut sehen. Ich bin knapp 1,90 Meter groß. Finde hier gut Platz im Coffee Racer Play. Ich habe die Aufnahme für den Sitz relativ weit ausgezogen auf die maximale Position. Mit den Pedalen bin ich etwas nach vorne gerückt, nicht ganz hinten. Also ich würde sagen, Coffee Racer Play würde ich jetzt freigeben bis zu einer Körpergröße von maximal um die 2 Meter. Dann wird es limitierend in meinen Augen, aber ansonsten ready to go. In Sachen Höhenverstellung hier von der Wheelbase-Aufnahme bin ich hier auf Max hochgezogen, höchste Position. Hier könnte Coffee Racer in meinen Augen nochmal einen Zacken, eine Stufe nach oben gehen, um das für meine Größe vielleicht nochmal um 3-4 cm höher zu bringen, dieses Wheeldeck. Das ist jetzt so eine Geschmackssache, ist jetzt eher eine tiefere, gemütlichere Position. Ja, es ist ein Coffee Racer, das ist auch klar, wir liegen hier nicht in dem Formula 1 Cockpit drinne. Das muss euch klar sein. Das ist jetzt eher für das entspannte Racen, für eine gemütliche Position in einem seriennahen Fahrzeug, so wie hier in diesem Subaru. Vielleicht etwas zu tief für einen GT, wo ihr wisst, die Lenkradachse aus der Wheelbase zeigt in Richtung eurer Nase. Ihr sitzt etwas tiefer drin, weiter am Boden unten. Bleiben wir jetzt in Sachen Bürostuhl-Setting am Boden. Aber hier macht Coffee Racer Play in meinen Augen einen sehr guten Job. Gleiches gilt für die anderen Lösungen von Coffee Racer. Auch in denen bin ich auf der Sinwissing Expo drinnen gesessen. Das heißt, Ergonomie in meinen Sachen sehr gut. Mit dem Bürostuhl entscheidest du dann die Höhe, die du einstellen willst. Auch das geht über die Brackets, wie bereits erwähnt. Über deine Sitzneigung, auch die machst du über den Bürostuhl und eben, was ihr nochmal erkennen könnt, ihr seht, ihr habt im Bürostuhl kein Zurückkippeln des kompletten Konstrukts, so wie ihr dies von anderen Lösungen wie beispielsweise einem Wheelstand kennt. Bei einem Wheelstand, den ich für euch getestet habe, sowohl der Apex Wheelstand von GT Omega oder Next Level Racing Wheelstand DD 2.0, da habt ihr ja diese Bürostuhlklemme, wo ihr mit den Rollen hier in diesem Bracket einrastet und klarerweise die Kraft, die oben kommt, die führt zu einem Kippeln dann über die Rolle und das ganze System und ab einer Breakforce von Lotzel von
30, 40 Kilogramm wird so ein Bürostuhl kippelig. Und durch dieses System, dass du hier diesen Bürostuhl direkt da aufnimmst, wo jetzt die Kraft über deinen Hintern im Prinzip rückenübertragen wird, in diesem Bereich direkt verbunden mit diesem Coffee Racer Play System, hast du kein Kippeln mehr des Bürostuhls. Klar, wenn du hier mit hohen Kräften an den Pedalen unterwegs sein willst, benötigst du auch einen ordentlichen Bürostuhl, der dies aushält und nicht knarzt und auseinanderfällt. Auch das ist in meinen Augen klar. In Sachen Ergonomie, die Höhe, wie bereits erwähnt, über die komplette Rasterung, auch über deinen Sitz. Die Wheelbase hier in Sachen Tiefenverstellung bzw. Längsverstellung, hier gemütlich zum Sliden. Ihr seht einen sehr großen Fahrbereich. Auch hier werdet ihr ausreichend Platz finden. Hier dann mit entsprechend zwei Schrauben oben, zwei Muttern in dem Fall unten angezogen und ihr seid wieder ready to go. Ihr habt, und so beenden wir diesen Rennstreckentest an dieser Stelle, so eine Easy Entry Position, wo ihr jetzt hier diese Schnellspanner aufmachen könnt. Das zeige ich euch jetzt am besten schnell live, um einfacher aus diesem Coffee Racer auszusteigen oder eure Füße auszufädeln. Auch das ist wichtig, auch an das hat Coffee Racer gedacht. Das heißt, ihr schnappt euch dieses ganze Ding, könnt dies sogar am Lenkrad machen, kippt dieses Ding so rein, das seht ihr hier, habt so eine schräge Position jetzt und könnt hier ganz gemütlich eure Füße ausfädeln. Einmal hier, bekommt ihr das ordentlich auf die Cam, vielleicht etwas tiefer nochmal gesetzt, alles hier live bei Ron Reviewed, das könnt ihr hier nochmal sehen. Easy Entry hier rein mit den Füßen und die Sache ist erledigt, wieder vorgekippt, Schnellspanner zu und ihr seid ready to go. Eine Möglichkeit, die es auch noch gibt, ich zeige euch das jetzt hier mit dieser Cam, brauche hier nochmal etwas an Licht für euch. Das seht ihr, glaube ich, hier ganz gut. Ihr habt in diesem Bereich nochmal ein Gewinde mit einer Schraube. Da habt ihr diesen Gewindebolzen, den ihr hier auch noch zur noch festeren Verbindung hier reindrehen könnt. In meinen Augen im abgesenkten Zustand ist dies nicht nötig. Die Verbindung ist bockfest, bockstabil. Auf diese Schraube kann man im Prinzip verzichten. So sieht dieses Ding jetzt nochmal von innen aus. Und diese Position auch hier gut zu erkennen. Füße easy rausgefädelt und die Sache ist erledigt. Wie sieht es jetzt damit aus, wenn ihr diesen Coffee Racer Play wieder verstauen wollt? Relativ einfach in meinen Augen. Ich nehme euch jetzt etwas mit und zeige euch dies am besten live und direkt. Das heißt, hier mit dem Bürostuhl nach oben fahren. Ihr seht diese Klemme. Lasst mich die Kamera etwas umstellen, dass ihr besser mitgucken könnt. Diese Klemme jetzt ausgehängt hier und ihr könnt schon euren Bürostuhl schnappen, zur Seite drehen und dieses Ding entsprechend entfernen. Danach schalten wir die Wheelbase aus. Hier alles ausgeschalten. Ihr habt hier innenseitig dieses Schnellspannsystem, das heißt diese Schrauben lösen. Das habe ich bereits gemacht, weil ich euch die Easy Entry Level Position gezeigt habe. Und jetzt könnt ihr diese Wheelbase komplett versenken. Wichtig für euch, dieses Ding klappt dann nach vorne. Und um alles adäquat verstauen zu können, hier das Lenkrad mal abgenommen. Nächster Schritt, ihr schnappt euch eure Pedale. Auch hier Schnellspannsystem gelöst. Einmal hier und die vorderseitigen Schrauben. Und jetzt hier etwas reinklettern. Das sind dann so Handgriffe, die werden euch in Fleisch und Blut übergehen und ihr seht, jetzt könnt ihr die komplette Pedalkonstruktion hier nach vorne sliden. Achtet darauf, dass die Kabel ordentlich verstaut sind, ordentlich verräumt sind. Und jetzt schnappt ihr euch das komplette Wheeldeck, setzt dies in die untere Position. Auch hier immer etwas darauf achten, was eure Kabel hier machen. Ich halte diese Kabel hier immer etwas nach oben, dass hier nichts hängen bleibt. Ihr seht, ich habe ein übergroßes Netzteil der Podium Wheelbase. Das seht ihr hier, kippt ihr dieses Ding hier rein, schön vorsichtig. Jetzt habt ihr alles sauber versenkt. Könnt euer Lenkrad schnappen hier. Dies vorne in die Box vorsichtig einlegen. Schnappt euch den Deckel. Hier einmal
draufgesetzt, eure Abdeckung und euer Coffee Racer ist verstaut. Jetzt für euch noch wichtig, wenn ihr dieses Ding irgendwo hinschieben wollt, dann klarerweise die Kabel lösen, sprich hier Anschlusskabel zur Xbox trennen, zum PC, zu sonst was immer. Und für euch dann noch wichtig, das Stromkabelverbindung zur Wheelbase trennen. Hier die Kabel so mit so einem Klett zusammenfassen, hier dranhängen oder innenseitig vom Coffee Racer verstauen. Lasst mich die Kamera nochmal umstellen, um mit euch sprechen zu können. Und somit seid ihr mit eurem Coffee Racer ready to go, um dieses Ding irgendwo anders zu verstauen, euch draufzusetzen, den Kaffee zu trinken oder sonst noch was. Das soll es jetzt gewesen sein vom Rennstreckentest und nochmal ein kurzer Handling-Guide für euch. Zurück von der Rennstrecke kommen wir auf die Zielgerade, negative, neutrale, positive Aspekte sowie das Fazit und die Kaufempfehlung. Kapitel Nummer 9, negativ. Die Höhenverstellung der Wheelbase hätte ich persönlich gerne um ein paar Zentimeter nach oben hin verstellbar. Das ist für mich bei einer Körpergröße von knapp 1,90 noch okay in Sachen Höhe. Wenn du jetzt in Richtung 1,95, 2 Meter gehst, wird dir das etwas zu tief. Das Einhängen der Seitenpaneele gestaltete sich beim Zusammenbau etwas fummelig, die Anbringung der stirnseitigen innenliegenden Schrauben ebenso. Kapitel Nummer 10, neutrale Aspekte. Den Preis des Coffee Racer Play ordne ich für die gebotene Qualität als fair und somit neutral ein. Warum dem so ist, obwohl dieser hoch angesetzt ist, darüber sprechen wir im nächsten Kapitel. Und so geht's weiter mit Kapitel Nummer 11, die positiven Aspekte. Verarbeitung und Materialauswahl sind auf einem sehr, sehr hohen Level, das könnt ihr mir glauben. Dies resultiert in einer wirklich hohen Stabilität und somit zufriedenstellenden Performance auf der Rennstrecke. Ein weiterer Vorteil ist die Handhabung und Benutzerfreundlichkeit. Mit einigen Handgriffen ist das Setup aufgebaut und genauso schnell wieder verstaut. Ein weiterer Vorteil sind sinnvolle, optional erhältliche Komponenten, die aus dem Coffee Racer ein vollwertiges Rig für jede Peripherie machen. Du kannst beispielsweise den Handbrake-Shifterhalter montieren. Bedenke nur hier bei den seitlichen Armbordteilen, dass du diese dann manuell wegschrauben musst. Geht in einer Minute, um dieses Ding wieder komplett verstauen zu können. In Sachen Bürostuhlverbindung gibt es den weiteren Pluspunkt. Da durch dieses System jegliches Kippen beim Einsatz kräftigerer Pedale eliminiert wird. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 12, Fazit und die Kaufempfehlung. Coffee Racer macht das, was andere Unternehmen versucht, aber meist nur unbefriedigend oder nur durchschnittlich hinbekommen haben. Videos von Mitbewerbern habt ihr bereits in meinem Kanal gesehen. Mit klugen technischen Lösungen und gleichzeitig hochwertigem Materialeinsatz gelingt in meinen Augen der Spagat zwischen kompakter Bauweise, modular und hochstabil. In meinem Kanal hört ihr diesbezüglich selten Superlativen aus meinem Mund, aber Coffee Racer ist der erste Anbieter, dem dieser Spagat ohne Kompromisse in Kauf nehmen zu müssen, gelingt. Hier wirklich eine Gratulation ans Coffee Racer Team. Ihr seid schlaue Köpfe, habt Ahnung von Maschinenbau und Werkstoffkunde und macht das, was ich mir schon oft von anderen Mitbewerbern gewünscht habe. Willst du nicht allzu dicke Zuschnitte einsetzen, welche aber verwindungsfrei performen sollen, dann heißt es einfach Finger weg von Aluminium und hin zu Stahlblech. Schön, dass ihr das erkannt und genauso umgesetzt habt. Und genau das zahlt sich dann aus, wenn man eben platzsparend bauen möchte, aber genügend Stabilität für Wheelbases jenseits der 10 Newtonmeter und Lotzelpedale an den Start bringen möchte. Im Rennstreckentest habt ihr gesehen, bin ich sogar hoch auf 20 Newtonmeter gegangen. Alles kein Problem. Die Verbindung zwischen Bürostuhl und Coffee Racer wurde eben genial umgesetzt und Punkt. Auch hier bei hohen Lotzelpedalkräften absolut kein Kippeln, keine Probleme, wie dies im Vergleich jetzt zu Wheelstands, wo du unten bei den Bürostuhlrollen einhängst, der Fall ist. Eine sehr klare Kaufempfehlung von meiner Seite gibt es dann, wenn du genau diesen modularen Ansatz gesucht hast, aber keine Kompromisse in Sachen Stabilität hinnehmen willst.
Du gehörst zur Coffee Racer Zielgruppe, wenn der Platz für ein Rig samt Rennsitz in deinen eigenen vier Wänden fehlt oder du aus optischen Gründen eben nicht hier bei dir zu Hause in irgendeinem Wohnraum ein komplettes Rig stehen haben möchtest. Coffee Racer hat seinen Preis, aber im Gegenzug gibt es eben ein um Welten besseres Simracing-Erlebnis als dies mit den handelsüblichen Wheelstands, Playsits oder Budget-Rigs möglich ist. Ihr kennt diese günstigeren Vergleiche in meinem Kanal und ich denke, diese Unterschiede, die liegen auf der Hand. Vor dem spannenden Ausblick nehmt euch bitte Zeit und lasst mich wissen, was ihr vom Coffee Racer Portfolio haltet. Und ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo dalässt. Kapitel Nummer 13, der Ausblick. Weiter geht's mit Reviews von Cube Controls und von Simia Cube gibt's Spannendes zu berichten. Vielen Dank wieder mal fürs Dabeisein und ich freue mich aufs nächste Review mit euch. Es wartet auf uns ein sehr spannendes, ein sehr vollgepacktes Simracing-Jahr 2024. Bleibt dran in meinem Kanal. Liebe Grüße, euer Ron.